Hallo, das hier ist jetzt nicht direkt ein Technikvideo, wie ich beim letzten Mal angekündigt habe, sondern ein Minecraft-Video, also nur indirekt technisch. Ich möchte hier ein kleines Spiel zeigen, das man in diesem Spiel Minecraft zeigen kann. Nämlich befinde ich mich hier zufällig auf meinem Minecraft-Server, den vielleicht manche kennen, die meisten vielleicht nicht. Und das Spiel hat mit Gewalt zu tun. Wir befinden uns nämlich auf einem Hochhaus. Ja, also ziemlich weit oben. Und es gibt hier, wie man sehen kann, kein Geländer. Man kann also Folgendes tun. Ja, ein relativ kurzer, schmerzloser Tod. Also man muss keiner sich jetzt Sorgen machen. Und das mit der Hand zu machen hat zwar schon so seinen Reiz, besonders wenn so zwei zum Beispiel nett in einer Unterhaltung sind. Guten Tag. Ja, aber ist auch etwas monoton auf Dauer und deswegen gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Anbei angemerkt, diese Schafe hier werde ich natürlich nicht runterschubsen, denn die finde ich gut. Ja, auch wie die einen schon angucken. Sehr reizvoll. So. Nämlich gibt es ein praktisches Werkzeug, mit dem man die aus der Ferne umhauen kann. Nämlich einen Bogen. Und diesen Bogen kann man auf jemanden richten und abschießen. Ja, und den Rest kennt man schon. Das Ganze lässt sich noch lustiger machen, nämlich indem man das etwas aufrüstet. Es gibt dafür zwei Dinge, die ich da gern anwende, nämlich einmal Rückstoß. Das sorgt dafür, wenn man mit dem Bogen direkt auf den Spieler raufhaut, dass er weiterfliegt. Und dann gibt es noch den Schlag. Und der Schlag sorgt dafür, dass die Pfeile, die man auf ihn raufschießt, den weiterfliegen lassen. Mit einem Amboss können wir das dann kombinieren. Also diese Verzauberung hier rauf tun. Erstmal den Rückstoß und dann den hier, und wenn wir schon dabei sind, können wir das gleich auch noch umbenennen und nennen das dann Wille. Nein, natürlich auf Deutsch. Dorfschreck. So, das ist ein toller Name. Auch wenn wir nicht auf einem Dorf sind, aber es geht hier um Dorfbewohner und deswegen habe ich das gemacht. Achso, den hatte ich schon, ja. Das machen wir dann weg. Soweit die Vorbereitung. Ja, jetzt sieht man vielleicht auch, dass die deutlich weiter fliegen. Ja. Und dass sie auch weiterfliegen, wenn man direkt draufhaut. Ja, sehr elegant. Ja, und dann kann man so ein bisschen rumlaufen und die abknallen und ja. Sehr schön. Und das Ganze kann man noch spannender gestalten, wenn man ein paar mehr von diesen Villagern macht. Und das kann man bei diesem Mod, den ich jetzt hier habe, machen, indem man das hier eingibt und dann die Anzahl. Ich nehme mal schön viele. Und dann kann ich so ein paar runterfliegen lassen, ja. Und das ist natürlich eine besonders schöne Zielübung, wenn man eben versucht, das Ziel genau zu machen, ohne dass die daneben stehen, getroffen werden, wie ich das jetzt eben gemacht habe. Aber es kommt eigentlich auch gleich raus. Auch lustig ist natürlich, wenn man jetzt die Helligkeit wegnimmt, also auf Nacht einstellt, und dann kann ich ein paar Zombies erstellen. SM Zombie 10 zum Beispiel. Und die greifen dann die Dorfbewohner an oder versuchen zumindest. Leider sind die etwas zu langsam, aber denen kann ich Abhilfe schaffen, nämlich mit einem Schnelligkeitstrank, wo auch immer der ist. Da ist einer. Nein, Schnelligkeit 2. Ja, der sieht gut aus. Den werfe ich mal rauf auf die. Nein, leider ist der Dorfbewohner, also zum Glück ist der Dorfbewohner runtergefallen. Leider haben die Zombies dabei mitgemacht. So. Ja, jetzt sind wir leider auch verzaubert. Jetzt muss ich von einem Ideal kurz mal abweichen und Milch trinken. Das mache ich natürlich in echt nicht. So, damit wir die Verzauberung nicht mehr haben, diese blöden Blase. Ja, und da sieht man, wie die Jungs eifrig hinterherlaufen und die Villager runterschubsen. Ja, ein schöner Anblick. Ja, wir können natürlich auch mithelfen und währenddessen noch ein paar anderen Dorfbewohnern, die an einer ungünstigen Stelle steht, eine einmalige Lektion erteilen, auch wenn diese Lektion jetzt pädagogisch eher weniger bringt, weil sie ja danach keine Lebenszeit bzw. keine lange Lebenszeit mehr haben, in denen sie diese Erfahrung irgendwie positiv auswerten können. Ja. Ist auch eine lustige Herausforderung, laufende Villager runterzuschießen. Man kann aber auch einfach warten, bis die anhalten und dann, ja, dann ihnen das geben, was sie verdient haben. Verdient haben sie übrigens, falls sich das jemand fragt, das alleine durch ihre blöde Nase und
durch ihre merkwürdige Armhaltung. Wer so durchs Leben geht, der soll sich nicht wundern, wenn er aneckt an der einen oder anderen Stelle. Und wenn es auch an einem fliegenden Pfeil ist. Oder genau gesagt, der an einem aneckt. Oder genau gesagt, wenn man an einer Gebäudeecke aneckt, beziehungsweise nicht aneckt und runterfällt. Ja, das Ganze habe ich jetzt hier gut eingängig demonstriert. Ja, der Zombie wird noch ein bisschen hier seine Arbeit verrichten. Währenddessen kann ich auf dieses Gebäude hier raufgehen, das etwas höher ist, und versuchen, von weiter weg darauf zu zielen, was leider nicht bei allen funktioniert, weil bei Minecraft eine gewisse Höchstsichtweite eingestellt, fest einprogrammiert ist, die man nicht ändern kann. Ich habe auch die Sichtweite auf extrem eingestellt und trotzdem reißt die Welt einfach da ab. Naja, liegt nicht an meinem Rechner, sondern liegt an Minecraft. An der Version 1.7.10, die ich hier benutze. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich es schaffe, auf diesen... der natürlich wegläuft. So, aber zum Glück sieht er mich ja nicht. Aha, knapp daneben, also etwas weiter hoch. Wieder knapp daneben. Und er rennt weg. Ja, das ist der berüchtigte Vorführeffekt. Aber ich kann versuchen, den da vom Gebäude runterzuschießen. Es kann sein, dass ich das schaffe. Gut, das war's soweit von meinen Zielübungen. Als kleines Bonusmaterial, falls jemand mal einen Minecraft-Blog für irgendwie seine Internetseite oder für seinen Blog fotografieren möchte und dann den Hintergrund freistellen möchte, gibt's ein einfaches Werkzeug, nämlich kann man in Minecraft farbige Blöcke benutzen, einfarbige. Ich habe jetzt hier mal sowas aufgebaut, in meinem Beispiel grüne Blöcke. Dann kann man einen Screenshot davon machen. Ja, den habe ich jetzt gemacht. Und dann kann man relativ einfach mit einem Zauberstab-Werkzeug das Grün entfernen und hat dann einen schönen Block. Ohne diesen schwarzen Rahmen, den man hat, wenn man raufguckt. Deswegen habe ich auch F1 gedrückt dafür. Ja, das war mein Bonusmaterial und das ist eine kleine Demonstration, wie viel Spaß man mit unmenschlichen Dingen haben kann. Ist ja nur ein Spiel. Verdammt. Ist ja nur ein Spiel. Jetzt aber. Ja, ich könnte das Video jetzt hier beenden, aber ich muss erstmal aufräumen. Auf Hausdächer gehören, wenn überhaupt, Schafe rauf und nicht Dorfbewohner. Ist ja auch kein Dorf. So, bitte geht sie runter. Danke. Die Schafe habe ich übrigens aus Pfeilen entnommen. Da waren Pfeile da oben neben dem Gebäude. Die hat mal irgendwann jemand aufgebaut. Und in einem der beiden Pfeile waren Schafe dran. Bitte gehen Sie runter. Danke. Ihr könnt gern woanders sein, aber nicht auf meinem Gebäude. Wäre natürlich jetzt traurig, wenn man sich jetzt das sehr kurze Leben von diesen Dorfbewohnern anguckt. Also sie sind entstanden auf einem Hausdach, von Zombies umgeben, wurden wahllos abgeknallt und am Ende noch vom Gebäude geschubst. Das ist nicht sehr schön, aber es ist ja wie gesagt nur ein Spiel. Wo wir gerade beim Spiel sind, fällt mir gerade ein, dass es natürlich noch ein ganz anderes Wesen gibt, das sich auch sehr schön runterschubsen lässt. Nämlich sind das die sogenannten Pferde oder Esel oder was auch immer. Irgendein Gesocks halt. Du musst gar nicht strampeln. Ich wollte nicht auf dir reiten. Ich wollte dich verpissen. Ja, ihr könnt bitte auch mal runtergehen. Ja, wenn man rechts klickt, dann springen die so, weil die denken, dass man reiten will. Man aber gar nicht. Macht mir dann natürlich gleich doppelt Spaß, sie runterzuschubsen. Und du nimmst dein blödes Maul weg von meinem Gras, bitte. Danke. Unten kannst du gern Gras fressen, da habe ich kein Problem mit. So, ihr beiden geht bitte auch nochmal runter. Du bitte auch. Und ihr bitte auch. Aus der Ferne. Wie ein Profi. Ja, lustiger Skill, ne? Guck mal hier, was ich kann. Oh, und guck mal hier, was ich jetzt kann. Oh, ein neuer Rekord. Wie viel waren das? 10 Meter, nicht schlecht. 10 Meter von der Gebäudekante weg. Mal gucken, wie weit ich den wegschubsen kann. Ach, verdammt. Stehen bleiben. Ähnlich weit. Ja. Mal sehen, vielleicht haben wir das erste... Ach nein, Schafe wollte ich ja nicht erschießen. Ich
Ich weiß, das ist etwas unkreativ, ein Video darüber zu machen, wie man unschuldige, wehrlose Individuen tötet, aber mein Kanal, Kunstfreiheit und so weiter. Ah, fast. Fast hätte ich zwei auf einen Schuss gehabt. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Verdammt. Naja gut, der Zombie kann gern auch weg. Hat er seine Arbeit hier geleistet. Ah, fast hätte ich beide runtergeschossen. Also er hat den anderen gerammt zumindest. Oh, noch einer. Den muss ich übersehen haben. Super im Gehen. Der erste Treffer beim Gehen. Wo? Shit. Wir hatten zwei Schafe. Nur noch ein Schaf ist übrig. Nein. Naja, ein Schaf hat überlebt und das war übrigens auch das Schaf, was im Pfeil drin war. Ja, damit habe ich jetzt meine Zuschauer genügend gequält. Natürlich kann ich vorher noch, wenn ich schon mal diese tolle Aufnahme hier mache, dieses andere Gebäude zeigen, das rund ist. Ein rundes Minecraft-Gebäude. Ja. Und das war das WDO.